Da hast du jetzt aber wirklich fast gar nichts getrunken. Ich nehme noch mal einen großen Schluck. Das ist Berlin, das ist Giga, mein Name ist Armin, das ist Frank und das ist, Achtung, tagtäglich. Android-täglich gibt es nicht mehr, das heißt jetzt tagtäglich. Gibt's nicht mehr. Nee, also gibt es jetzt nicht mehr. Nee, gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt tagtäglich ab sofort immer. Und das ist der Tatsache geschuldet, das haben einige von euch ja mitbekommen, zumal die, die den, unseren YouTube-Kanal abonniert haben, dass wir Giga Apple, Giga Android und unseren neuen Kanal Giga Windows sozusagen zusammengezogen haben. Aber nicht redaktionell, genau. Nur auf YouTube sind wir jetzt eine Front. Redaktionell existieren die Ressorts so weiter und auch die jeweiligen wir sind Seiten. Verfeindet, wie es sich mit gehört. Genau, also wir kloppen uns zwischendurch, aber auf YouTube stellen wir eine glückliche Familie dar. Genau, und gestern Abend auch im Livestream, ne? Habt ihr das eigentlich gesehen? Den Livestream zur Apple Keynote. Ich weiß gar nicht, ob die Leute dich hören, weil ich habe das Mikro ja hier. Habt ihr gestern Abend den Livestream zur Apple Keynote gesehen? Da saßen tatsächlich auf dem Giga-Sofa im Studio Amir als Android-Vertreter, Chris als Windows-Vertreter und Sebastian als Apple-Vertreter. Apple wir haben zusammen... Da gab es ja. richtig Zoff. Ja, also das ging richtig ab. Guckt euch das an. Wird heute Morgen oder sowas gibt es den Stream dann nochmal im Nachhinein Wiederholung anschauen bei YouTube in besagtem Gigatech-YouTube-Kanal. So, jetzt überhaupt. Es gab ja die letzten Tage kaum Android täglich, das lag an der IFA. Diese IFA ist wirklich an allem schuld eigentlich. Ja. Nein, wir waren natürlich hart mit Berichterstattung vom Messegelände beschäftigt, deswegen ist das ausgefallen hier Android täglich die sind letzten aber Tage. Sind ein paar gute Videos rausgekommen. Sind ein paar gute Videos, also insgesamt haben wir 370 Videos produziert in 2 Tagen auf der IFA. Die sind alle online jetzt schon und die könnt ihr euch alle auch in diesem Kanal angucken oder eben auf Giga selbst. Das ist dann unsere Landingpage dafür, giga.de/IFA. Da findet, ist das giga.de/IFA? Ja, ne? Ja, genau. Wenn du ein Video den Leuten empfehlen würdest, welches wäre das denn, dass sie unbedingt gucken müssen? Ja, das, wo der Christoph und ich vom Dach des Park-In springen. Das hat nämlich überhaupt nichts mit Technik zu tun. Ist total langweilig. Nee, das ist super. Ich empfehle euch, dass ihr das HTC Vive Hands-On, unser zweites Prinzip angucken solltet. Oh ja, das ist auch ein sehr gutes Video. Da hat der Frank die HTC Vive ausprobieren dürfen. Ich habe das dann gefilmt, wie er wie so ein Idiot da durch diesen Raum läuft, mit diesem Ding auf und Tomaten, virtuelle Tomaten in Töpfe schmeißt. Und den Supercut. Ja, und eine Supercut kommt auch noch, also quasi eine Outtakes-Schau dessen, was da so alles schiefgelaufen ist beim Drehen dieser 783 Videos in 1,5 Tagen. Aber schon wieder vom Höckscan aufs Stöckchen. Nee, das war jetzt IFA. So, jetzt lass das nächste mal in Medias Res gehen. Ja, wir haben gestern, ich bin schon längst in Medias Res, wir haben gestern, hatte Frank schon gesagt, das Apple-Event kommentiert, beziehungsweise eine Live-Sendung davor und eine kleine Live-Sendung danach gemacht und das Ganze dann in den Kontext der aktuellen Mobilfunkentwicklung gesetzt, kommentiert und sowas. Ihr könnt jetzt schon im YouTube-Kanal die Hands-Ons vom Kollegen Ben Miller aus San Francisco sehen, wo er iPhone 6S und iPhone 6S Plus ausprobiert hat und auch dieses iPad Pro. Dieses hier. Ja, 12,9 Zoll. So many amazing Pixels. Ganz komische Auflösung. 2000 bla 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 mal 2048 Pixel. 2732 mal 2048. Wer sich fragt, wie es zu dieser Auflösung kommt, die kommt daher, dass Apple das iPad Air genommen hat, hochkant gestellt hat und dann rechts noch ein bisschen Pixel rangebaut hat. Und da so erklärt sich die Auflösung vom iPad. Und dann hat das auch ein bisschen mehr Leistung, aber die Leistung ist natürlich auch notwendig, damit all diese Pixel verschoben werden können. Ja, also doppelte Leistung hier, Desktop-Class-Performance und Console-Class-GPU-Performance und das wird alles draufgehen in dieser Pixelmasse. It's amazing. It's amazing. Amazing, we made an amazing device. Jetzt haben wir Apple ein bisschen auch besprochen, sprechen wir dann auch einfach über eine Meldung aus dem Windows-Channel und zwar haben die Kollegen im Windows-Channel einen tollen Leak und zwar wird es vielleicht sogar mit Seitenblick auf das iPad Pro von Dell ein XPS 12 2-in-1 Tablet geben mit 4K Infinity Edge Display. Also ohne Ränder. Ich benutze ja bezellose Ränder, rahmenlose Kanten. Ich benutze ja hier, seht ihr hier immer im Bild, ein Dell XPS 13 Laptop. Das hat ja auch hier fast keine rahmenlosen Kanten, Edges, Bezels. Das können die Leute gar nicht sehen. Das glaubt mir das einfach. Das ist tatsächlich so. Und jetzt gibt es von dieser Bauart eben ein 12 Zoll Tablet 2-in-1, also mit so einer Aufstecktastatur, ein bisschen so Surface-mäßig. Oder eine richtige, sagt Christoph gerade. Weißt du, kannst du mir gerade sagen, muss ich den Artikel jetzt nicht lesen? Wann kommt das und was kostet das? Lies mal den Artikel. Ich lese jetzt erstmal den Artikel. Moment kurz. Ja. Also das ist mir jetzt zu dumm. Ja, Frank, geh bitte. USB Type-C lese ich noch. Lest den Artikel auf Giga Windows. Da sind alle Informationen aus diesem tollen Leak, den der Christoph da für euch auf der Straße gestern am Rosa-Luxemburg-Platz gefunden hat. So, dann gibt es noch was für Ingress-Fans und für Pokémon-Fans. Und zwar
Nintendo kündigt sein erstes Mobile Game an. Ist das erste Mobile Game dann von Nintendo, genau, ne? Ja. Ja, also deswegen sagte ich ja Ingress. Pokémon Go heißt es. Und zwar, wer Ingress kennt, Niantic Labs, die stecken dahinter. Die gehören inzwischen auch zu Google, Niantic, ne? Oder ist so eine. Ich glaube nicht mehr zu Google. Die gehörten mal zu Google, jetzt gehören die nicht mehr zu Google. Die hatten damals Ingress entwickelt, so ein Spiel, bei dem ihr mit dem Smartphone durch die Stadt rantet und dann so virtuelle, nur auf dem Smartphone sichtbare Portale und Tore hacken musstet irgendwie. Und in demselben Stil kommt jetzt dann, also jetzt nächstes Jahr, Pokémon Go. Diesmal rennt ihr mit dem Smartphone durch die Gegend und jagt nicht sichtbare, heißen die Pokémons? Ja. Pikachu ist einer davon, ja, und die heißen Digimons. Also so kleine Tiere jagt. Pikachu zum Beispiel ist der einzige, den ich kenne. Das kommt nächstes Jahr. Gibt es einen Artikel bei den Kollegen von Games, der läuft aber auch bei uns. Also ihr könnt auch einfach auf Giga Android gehen und euch den da durchlesen. Müsst ein kleines bisschen runterscrollen, weil der heute Morgen schon erschienen ist in aller Frühe. So, und dann habe ich jetzt tatsächlich aber auch noch eine Meldung, die ganz genuin Android ist. Also für alle die, die hier eigentlich Android täglich erwartet haben und jetzt ein bisschen traurig sind, dass es jetzt tagtäglich ist und jetzt auch Meldungen aus dem Apple und aus dem Windows Ressort und sogar aus dem Games-Ressort kommen. Genuine Android-Meldung. Das Samsung Galaxy S7, also jetzt, wo die IFA vorbei ist und die iPhones vorgestellt sind, können wir uns ja eigentlich schon Richtung Galaxy S7 orientieren. Da sind neue Gerüchte aufgetaucht und zwar zweierlei. Gestern gab es das Gerücht, dass Samsung jetzt an so neuen Speichermodulen baut, die 6 GB groß sind. Das heißt, ausgehend davon könnte das Samsung Galaxy S7 dann gleich mit 6 GB RAM kommen. Ob man die braucht, sei dahingestellt, aber wäre dann halt so. Und, Entschuldigung, heute gab es noch ein Gerücht, dass das Galaxy S7, wie eben auch das iPhone 6, in zwei Displaygrößen erscheinen könnte. Also eine 5,2 und eine 5,7, 5,8 Variante, 5,8. Und dass es wieder einen Micro-SD-Karten-Slot haben könnte. Das mit den zwei Displaygrößen erscheint mir sehr wahrscheinlich, zum einen wegen der Orientierung Richtung Apple. Also die iPhones machen das halt jetzt so seit der letzten Generation. Und Samsung hat ja schlussendlich mit dem Edge Plus, das sie vor einem Monat für Europa vorgestellt haben, ja eigentlich auch nur eine größere Variante des S6 Edge noch hinterhergebracht. Warum nicht das S7 gleich in zwei Größen? Hast du geklatscht gerade für meine triftige Analyse? Triftig, meine treffende Analyse. Also insofern macht Sinn, dass das Galaxy S7 dann gleich in zwei Displaygrößen, Smartphone und Phablet kommt. Und der Micro-SD-Slot, soll es wohl so sein. Samsung hat ja gesagt, sie haben beim S6 den SD-Slot weggelassen, weil ihr schneller UFS 2.0 Speicher sonst ausgebremst werden würde von so einer stinknormalen SD-Karte. Anscheinend haben sie technisch dieses Problem irgendwie gelöst. Ja, und insofern könnte das S7 dann doch wieder mit einem Micro-SD-Karten-Slot kommen. Ich weiß, was du jetzt denkst. Du denkst, dass die jetzt, wenn sie jetzt nicht die Ausrede mit dem Speicher hätten, würden sie das sagen, was du eigentlich erhofft hattest, was sie beim Note 5 sagen. Genau, sie sagen dann, we heard you loud and clear. Wir bringen jetzt den Micro-SD-Karten-Slot zurück. Sind alles aktuell noch Gerüchte? Keine Ahnung, ob das nachher so stimmt. Geht gerüchteweise auch schon um, dass das S7 dann schon Ende des Jahres vorgestellt werden könnte. Das glaube ich wiederum nicht. Ich denke schon, das wird weiterhin Anfang nächsten Jahres, also ob jetzt direkt zum MWC oder ein bisschen vorher, ein bisschen später, wissen wir noch nicht. Aber dieses Jahr rechne ich jetzt nicht mehr mit dem Galaxy S7. Ist auch genug jetzt, genug neue Telefone. Also mir reicht es jetzt auch. Ich muss mir mal ein bisschen Daumen hochklicken, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Ja. Also, dann kommen wir zum Ende dieses Tagtäglich. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video. Wenn es euch nicht gefallen hat, klickt auf das Daumen-Hoch-Symbol. Ansonsten abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keinen der kommenden Tagtäglich. Und wie gesagt, schaut da nochmal in Ruhe rüber, wenn ihr Zeit habt. Macht das bitte am Wochenende. Das Wetter wird wahrscheinlich eh nicht toll. Guckt euch alle unsere IFA-Videos an. Vor allem die von den Geräten, die wirklich niemanden interessieren, weil die sind von uns mit besonders viel Liebe aufgenommen worden. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.